Weiter geht's, meine Lieben, mit einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Wir machen weiter hier in der Arena in Krokodilopolis und sprechen mit Kenza. Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen? Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen, ist ein Sieg über die Gallier. Als bräuchte ich mehr Gründe, um Shadias Mördern die Kehle aufzuschlitzen. Haben wir das nicht in der letzten Folge schon gemacht? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. Okay, wir müssen wieder raus. Nee, Arena von Kyrene. Okay, da sind die Löwen. So, wir sind im Kampfbereich. Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, schön, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Das stimmt töte allerdings. Oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Dann wird's Zeit, würde ich sagen, oder? Der Menschheit und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Sehr schön. Noch wilder als die wildesten Bestien. Oh, Fettsack. Nein, nein, nicht Foto machen. Nein! Sehr gut. Komm schon, du. Was trittst du mich gerade? Ich dachte, die wären eingesperrt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es gibt keine Regeln in der Arena, Seni. Naja, getötet oder töten. Getötet werden oder töten, meine ich. Aua. Komm schon. Mach einen Platz. Sehr gut. Reiß dir die Eingeweide raus. Aua. Aua, oh fuck. Sehr schön. Aua. Super. Noch mehr? Das war's? Die erste Runde war härter. Bisher, zumindest. Aber ich denke, wir sind noch nicht durch. Die Beschützer von Sieber haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die Nächsten? Wollen wir mal hoffen, weil ich will das Ding ja endlich mal vorbei haben. Ich will ja weitermachen, ich will weiter Nebenquests zocken. So, sprich mit dem Affen. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie und man wird dich bemerken. Okay. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Oh oh. Ich muss gewinnen. Klar gewinne ich. Komm schon. Angriff! Ah shit, das war nicht ganz down. Das war mir zu knapp. Komm schon. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Komm schon. Sehr schön.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, die Finger schon klein. Aua. Die Mitchell fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer. Sehr gut. Was? Ich habe einen harten Schlag benutzt. Au, oh, Alter. Na, oh, eh. Fuck you. An die Waffen! Es gibt Ärger! Komm schon. Sehr schön. Den hätten wir schon mal. Aua. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Sehr schön. Ne, der hat lieber gegen den harten Angriff was. Jetzt alleine! Oh! Oh, fuck, ich wollte noch weg. Komm schon. Komm schon, ich schlag zu. Sehr gut. Okay. Geht wohl nur so. Jetzt komm her. Sehr schön. Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Aua, oh, das hat ihm aufs Fresse gegeben. Uff, du Fress. Aufgepasst, hier gibt's Ärger. Sehr schön. Sehr schön. Lass ich dich leiden. Alter, komm schon. Stirb! Ich reiß dir die Eingeweide raus. Sehr gut. Okay. Noch mehr? Noch mehr? Nee, das war's. Sehr gut. Gott, ich habe schon wieder so wenig gesagt. Ich merk schon wieder. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein. Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Felix, wartet! Da ist die gut gelaunt, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, halt du doch die Bappen jetzt. Ach so, toll, ich kann nichts machen. Okay, ich spreche mit Felix. Oh. Los, Felix. Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für nichts. Okay. Das ist der Bayek, unser großer irgendwie Moment. Irgendwie war es mir klar, dass wir die nicht töten Man wird dürfen. Uns denkt mir. Irgendwie war es mir klar. Euch auch? Wir sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder! Kommt einem schon so ein bisschen Endboss-mäßig vor hier gerade.
Alter, mit einer Sense. Zack. Gleich mal einen abgesteckt bekommen hier. Ja, komm her. Sehr gut. Sehr gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Geht schon wieder so wenig. Aua. Schlägt dann gleich noch einen ab. So, komm schon, jetzt gib ihn. Ja, gib ihn. Komm schon, gib ihm weiter. Komm schon. Aber definitiv Endboss-mäßig hier. Komm schon. Erstmal, ich habe das Gefühl, der ist hier irgendwie das Schlimmere von den beiden. Jetzt kommst du dran. So, kriegst du erstmal richtig einen ab. Fuck, was machst du da für eine Scheiße? Alter, nur mit den Händen kämpft der? Alter! Dafür reiß ich dich in Stücke! Alter! Komm schon, ja! Sehr schön. Aua. Alter, manchmal macht der Geist geile Stunts, ey. Da kannst du nichts sagen. Jetzt bin ich ein bisschen zu übermütig geworden und sind aber down. Beide. Sehr geil. War ein geiler Kampf, muss man sagen. War richtig geiler Kampf. Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia verdient ihr den Tod! Mädchen am Leuchtturm? Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die Beschützer von Sivana! Wir sollen die Soldaten, das Mädchen fangen und zur Berenike bringen, zum Krokodil! Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Huh? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek! Oder Tod! Du musst mich doch besser kennen. Tod! Bayek, du kennst mich doch! Tja, das war jetzt ziemlich hart, oder? Warum war er denn so böse zu ihr? Sie hat alles für ihn getan, oder? Aber wir haben die Gallia besiegt, das ist schon mal wichtig, das war gut, aber wirklich Informationen, wer jetzt die Krokodile sind oder das Krokodil, haben wir eigentlich gar nicht, oder? Wahrscheinlich hätte uns das die Kleine direkt sagen können. Weil die wusste das wahrscheinlich sogar schon, weil es auch ihr Chef ist oder so. Aber, nö. Scheinbar wollte sie, oder er, wollte erstmal was anderes machen. Naja, werden wir sehen, was jetzt als nächstes kommt. Ich bin sehr gespannt, aber es wird auf jeden Fall interessant werden und lastig, vor allem sehr storylastig jetzt, denke ich. Vermute ich. Werden wir sehen. Nein, ich bin einfach draußen. Und ich habe keinen Ton mehr. Irgendwie ist mein Ton verschwunden von Assassin's Creed. Tatsächlich ist weg. Mein Ton ist weg.
Legendär. Ich lasse es jetzt mal ganz kurz laufen noch für euch und ich starte dann natürlich das Spiel neu. Wenn es jetzt nur bei mir ist. Also ich schaue es gleich in der Aufnahme an, aber ich denke schwer, es liegt nicht nur an mir. So, Gladiator-Arena freigeschaltet. Na, jetzt habe ich wieder Ton. Lol. Gut, ist wohl nur diese eine Quest irgendwie gewesen. Okay, ich muss auf jeden Fall jetzt hier hinter. Und jetzt machen wir doch direkt mal hier die Nebenquest, ne? Jetzt können wir endlich mal dem Kämpfer hier helfen. Der liegt da immer noch. Ja, Wahnsinn. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held! Okay. Alter, was für ein Riese. Tja, bringt nichts, ne? Nochmal ein Versuch? Ja! Und Knockout! Was für ein Dropkick, ey. Wahnsinn. Warst du schon? Dann hilft dem meisten Kämpfer. Okay, er steht gleich wieder. Folge dem alten Kämpfer. Redet er auch, oder? Was tut er denn da? Du bist doch zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen? Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich muss kämpfen. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein. Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot. Aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Jetzt rennt er einfach weg. Schön, da wären wir. Okay. Unterschätze ihn bloß nicht. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Immer diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Heute habe ich was Besonderes für dich. Oh, seht! Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Okay, sind wir da wieder in so einer Arena? Tatsächlich. Stirb, du Sau! Zack! Oh, geil, Alter, der ist so hardcore. Das hast du nicht abgemacht, du fieser Greis! Ich bin raus! Hat er voll auf die Fresse bekommen. Das war gute Arbeit. Ein schöner Anfang. Fast schon Arena-würdig. Wie heißt du, mein Sohn? Petter. Bayek von Siva. Und ich habe schon in der Arena gekämpft. Kein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Müssen wir? Müssen wir wohl. Alles klar. Wo ist denn der Leuchtturm? Ist es doch tatsächlich der? Ja, ist er. Okay. Werden wir das noch tun? Wir werden es noch tun, würde ich sagen.
Ah ja, das machen wir noch. Ja, komm. Das machen wir noch. Ich weiß, die Folge ist eigentlich ist die Folge schon vorbei. So gut wie. Wir haben noch 10 Sekunden. Aber ich glaube, ihr habt es verdient. Ihr seid so zahlreich dabei. Es freut mich so mega, dass ihr Assassin's Creed genauso feiert wie ich. Daher gönnen wir uns das doch einfach mal. So. Jetzt starte ich mal meine Meditation und hoffe, ich komme bei Sonnenaufgang oder Untergang. So, jetzt bin ich wieder da. Und nun? Wundervoller Nachthimmel. Schön hier oben. Wo ist dieser alte Narr? Er ist spät dran. Bayek, hier unten! Ach, jetzt ist er wieder da. Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Ja, dann los, alter Mann. Beweg dich. Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Hilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe. Du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Das war's doch wert, findest du nicht? Das war's wohl. Es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ja, jetzt ein Wettlauf zum nächsten Kampf! Really? Toll, wie soll ich das denn gewinnen, bitte? Das ist ja eigentlich ein Scheißtrick, oder? Der hat voll den Vorsprung, der alte Mann. Ach, bei allen Göttern. Der brutale Mord. Du verlierst doch nicht gegen einen Greis, gezeigt, oder? Dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen. Oh, jetzt gibt er auf. Hä, wohin? Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Bei Amun, du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können außer kämpfen. Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Ah, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Da lang. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Jetzt rennt er schon mal wieder. Das ist Herkules. Du gehörst mir, Helena von Troja. Kommst du jetzt? Ja, das ist dein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Ich freue mich schon. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon, die warten. Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes. Danach schlage ich dich zum Vergnügen. Was bist denn du für ein Spasti? Erstmal Dropkick. Verfluch, du verlogener Greis! Wenn du Freunde mitbringen kannst, dann ich auch. Männer? Ah, so soll es hier also laufen. Ach, Alter, der eine ist schon down. Dann bin ich auch dabei. Erstmal der erste schon mal ausgenockt, das war Vollgas. Also der Haupttyp ist eigentlich down, ne? Den muss ich jetzt halt noch so niederknüppeln, ist aber auch kein Problem. Und der kriegt erstmal einen Dropkick ab. Yep. Ja, tritt ihn ein, tritt auf den Liegenden ein. Ja! So muss es laufen. Geil. Einfach geil. Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Du musst nur stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt, machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir?
ob ich... Nibet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Da wird er wohl nicht Nein sagen, denke ich, ja? Nicht schlecht. Nicht schlecht, da arbeitet er im Hurenhaus. Ha, geil. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, like, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis dahin und ciao.